Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir das geheime Tor hier passiert, haben ein paar Rabbids geholfen, eine heftige Schlacht hinter uns. Und jetzt wollen wir endlich in diesem Palast. Ich gehe von einer Sequenz aus, deswegen packe ich mich eben kurz aus dem Bild. Und wir kriegen auch eine Sequenz. Ich glaube, du musst drücken. Heiliger Klabautermann, das Mädchen, das arme Ding, ist immer noch im Winterpalast. Wer war das? Ich, elender Sohn eines Käseschnüfflers. Ich habe versucht, sie in Sicherheit zu bringen. Wurde jedoch von unsichtbarer Hand hinausgeworfen. Sie wird gefangen gehalten. Sie wird von irgendwas gefangen gehalten, das von Sekunde zu Sekunde finster und bösartig wird. Wie ein Nudelall oder ein Fratzenkauderwelsch. Es ist ein Fensterzeit-Tentakel. Mit denen hatten wir schon das Vergnügen, Herr... Captain Orion! Der Captain aller Orion-Kekse! Diensthabender Wächter auf Flockenbocken! Meine Freunde nennen mich Schleppnitz. Ihr dürft mich Captain Orion nennen. Das Mädchen und ich sind hier gelandet, als meinem Schiff der Treibstoff ausging. Ich hielt es für sicher, alles war verlassen, wenn ich doch nur mehr Orion-Kekse gehabt hätte. Kapitän, halten Sie uns... Das ist ein persönlicher Witz von mir gerade. Und nur fürs Protokoll. Bei der Tür muss man drücken, nicht ziehen. Er sagt nochmal dasselbe, was ich gesagt habe. Sie wird von irgendwas gefangen gehalten, das von Sekunde zu Sekunde finsterer und böser hat. Okay, da war jemand Geheimnisvolles am Fenster. Okay, hier drin ist keine weitere Sequenz. Aber ein Schnellreisepunkt. Da kann ich durch. Ich dachte, ich müsste es aufbrummen. Okay, hier ist nur ein Immunitätszauber. Und ich kann sehen, was mich gleich eventuell erwartet. Ein Garten mit sehr vielen Gegnern. Hier wäre noch mal der Händler. Ein kalter Gruß. Oh, die Map sieht geil aus. Okay. Ich würde sagen, erstmal die hier vorne. Die kriege ich, glaube ich, auch easy tot gegrätscht. Dann brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit einsetzen. So, ich kann ja noch einen Sprung auf die machen, fällt mir ein. Dann machen wir euch mal weg. Keine Chance. Da oben sitzt, glaube ich, ein Scharfschütze. Okay, das ist aber einer von den Schwachen. Das sind nicht diese Ultrascharfschützen. Ich habe eine Chance, den zu treffen. Okay, hat nicht geklappt. Ich kann den Eisenblick anmachen und ich kann den Heldensicht anmachen. Ich denke mal nicht, dass sie nah genug kommen, dass Rebella was machen kann. Ich hoffe einfach, dass dieser oben sich bewegen, die Scharfschützen. Ja, die gehen auf Rebella, die beiden. Natürlich bewegt der sich nicht.
Aber wenigstens haben die nicht diese gemeine Sicht. Bremme ich euch damit noch? Ja. So, dann nutze ich Rebella mal aus, um rüberzukommen. Ich mache Luigi mal unsichtbar. So, ihr solltet tot sein. Das trifft nicht mehr. Wenn ich einen von denen treffe, macht's Schaden. Ja! Komm, bitte. Mindestens einer. Einer. Zumindest etwas Schaden. Ihr seid so dreckig. Ja, der hat den Höhenvorteil, ne? Er trifft besser als ich. Ja, zum Glück haben die nicht diese komische Sicht, dass die sich die ganze Zeit gegen meine Anwesenheit wehren können. Ich finde das auch wirklich ekelhaft, ne? Ich habe das schon mehrmals angesprochen, aber das sind mit Abstand die ekelhaftesten Gegner. So, dich machen wir jetzt kaputt. Da kannst du traurig gucken. Dich jiete ich jetzt weg. So, reicht aus, wenn ich an die Treppe rankomme. Und Mario braucht ja nur da hochkommen. So, tschüss. Und ja, ich weiß, dass ich das hätte früher aktivieren sollen. Mit Mario würde ich eigentlich am liebsten darüber gehen. Kann ich aber jetzt gerade nicht. Mario stellt sich einfach mal dahin. Und ich bete darum, dass ich den Sniper erwischt bekomme. Verdammt. Ja, ich will auch weinen, Luigi. Wenigstens der ist tot. Aua. Ich muss Rebella heilen. Genau deswegen habe ich Mario dahingestellt. Okay, die kommen an fiesen Stellen raus. Erstmal heilen wir Rebella. Immer her damit. Wandern jetzt mal mit einem rüber. Ich will den Scharfschützen zuallererst ausschalten. So, ich stelle mich dann schon mal hier hin. Ja, dann mache ich mir meinen Feuerangriff. Rennen! Ich habe schon gehofft, irgendwie günstiger zu stehen.
So, und jetzt mache ich den Move des Games. Und schieb die wieder weg von mir. Play of the game. Kann ich die nämlich anständig snippen. Nein! Ich stehe doch sogar schon geschützt. Na gut, hätte ich auf der Seite gestanden, hätten die noch schlechter getroffen. Na los. Ja, der Wähler ist Wasser ohne Pit. Hat der gerade seinen Kollegen aus Versehen runtergeschubst? Allein mit seiner Anwesenheit? Kriege ich alle getroffen? Ja. Ich muss halt 5 noch besiegen. Dich will ich loswerden. Minus 1. So. Ja, die Sicht habe ich ein bisschen zu früh aktiviert. Mal wieder. Man kennt es ja nicht anders bei mir. Ich habe nur meine Deckung zerstört. Toll. Ich hatte eigentlich schon den Plan, den umzunieten. Danke, dass du dich wenigstens erst bewegst. Hättest du geschossen, wäre es mehr ein Problem gewesen. Ich muss, glaube ich, nur noch einen umnieten, ne? Dann kann ich mich komplett auf ihn hier konzentrieren. Nee, warte. Wasser aktivieren wir mal nicht. Tschüss. Ich glaube, wir reichen Level 15. Ja! Wir können die Sparks aufwerten. Ich habe einen weiteren Spark bekommen. So wie es aussieht, ein Feuerdasher. Nee, Meteor mit dem Feuereffekt stößen auf die Gegner ab. Jeder Meteor fügt 165 Schaden zu. Das klingt krass. Müssen mal gucken, wie die aufgebesserte Version aussieht. Jetzt kann ich ja jeden boosten. Oh, langsam wird's teuer. Erst ab 21 kann ich sie nochmal alle boosten. Aber ich würde trotzdem sagen, wir nehmen lieber diesen Meteor. Allein schon zum Austesten. Astra Morgana machen wir auch mal einen höher. Bei dir wird die Reichweite, glaube ich, erhöht, ne? Dann geben wir dir einmal einen Sternenpack dafür. Bei mehr Reichweite darauf hätte ich schon gern. 10% mehr Waffenschaden. Na komm, die Schockwelle boosten wir auch mal. Und was ich noch boosten will, ist das hier auf jeden Fall. Den Schadensbooster.
Dafür können wir gerne mal jetzt schon ein paar Tränke ausgeben. Den Rest lasse ich mal so, wie er ist. Mache ich über die Teile. Ach ja, und wir haben ja ein Level-Up gehabt. An sich. Was nehmen wir denn? Effektivitäten von Heilung. Wir machen mal den Sprung länger. Bei ihm wollte ich das Geistergeschoss haben. Damit ich mit der Sicht auch durch die Wand schießen kann. Bei ihm wollte ich einen Extra-Stampfer. Ja, der Heilung mehr Fähigkeiten verleihen. Also, dass sie effektiver ist bei denen, die eh schon fast tot sind. Ja, das kann Rabbit Luigi ruhig mal haben. Gebe ich ihnen auch mal mehr Bewegungsradius. Bei ihr möchte ich, dass die Teambarriere eine Explosion auslöst. Und der Raserei Flächenschaden geben bei Rabbit Mario. Okay, dann haben wir alle mal aufgewertet. Hier ist ein Bild an der Wand. Hier ist unser Meisternavigator, der seine Karte verkehrt herumhält, während er versucht, eine Raststätte mit einer Toilette zu finden. Das Problem kenne ich aber auch, wenn ich auf der Autobahn bin. Man muss aufs Klo und findet einfach keine Raststätte. Orion ist Misera auf waghalsige Weise entkommen. Trotz der Gefahr, gefangen genommen zu werden, hat er die Hafengebühr vorab bezahlt. Okay, gucken wir mal, was hier oben ist. Da ist ein Gegner und da hinten ist Info. Komm her. Müsste ich meine Leute mal heilen? Ja, obwohl, was haben wir denn hier an Gegnern? Oh, das kriegen wir auch ohne Heilung hin. Hinter mir stehen auch zwei. Nicht vergessen, dass ich einen Extra-Stampfer habe. Ich bin bekannt dafür, neue Sachen nicht direkt zu merken. Ich will zuallererst, ehrlich gesagt, mal diesen Meteor sehen. Ah, das ist wie dieser Flächenangriff. Okay, das ist ultra praktisch. Dann kann ich hier hinter der Deckung stehen und dann dort trotzdem beide treffen. Ich gehe aber trotzdem mal hier hinten hin, weil da ist überhaupt jemand, den ich damit auch schädigen könnte. Ihr kriegt aber von mir Gift. Man kommt ja easy überall hin. Brauche ich ja nicht extra hier irgendeinen Sprung verwenden. Komm, ich gehe mal auch mit Rebelle auf die Seite. Mit Luigi gehe ich auf die andere Seite. Alle mal boosten. Ich finde die Maps hier ganz cool. So, ich gebe denen da jetzt erst den Stampfer. So, ich habe dran gedacht, beides zu nutzen. Okay, das lässt alles in der Gegend explodieren. Das ist auch ein ultimativer Verteidigungszerstörer. Ist ja ultra praktisch. So, dich mal. Ach, ich kann eh nur noch einen Angriff machen. Gehe ich hier mal hinter Deckung. Den vernichten wir.
setze ich mich hier hin und setze das ein, falls die rüberkommen. Und mache auch hier die Sicht an. Ist auf jeden Fall besser, als den Waffenschaden zu boosten, diese Feuerexplosion. Also die Meteore. Das bringt wesentlich mehr. Bist nur noch du, ne? Raus aus deiner Deckung. Toll, ich habe ihn nur mehr in die Deckung geschoben. Komm ich halt rüber. Was sagst du dazu? Ja. Erinnerung zu Captain Orion. Wo ist er denn? Captain Orion, der de facto Wächter von Flockenbrocken, der hier mit seinem Schiff gestrandet ist, ist eine überaus kuriose Erscheinung. Dieser komische Fischer führt ein ruhiges Leben in Einsamkeit, bis er sich um eine Person zu sorgen begann, die er kurz zuvor gerettet hatte und die nun im Winterpalast verschwunden war. Wie kann Lebensformen nur so schnell Bindungen eingehen? Mir scheint das eher als Fluch denn als Segen. Also manche von diesen Infos lese ich gerne. So, auf der Seite ist Geld und eine zerstörbare Wand. Mit einem Giganto-Gegner. So wie dieser riesige Goomba. 19 brauche ich dafür. Also 19 Sparks. Den kriege ich aber doch wahrscheinlich im Leben noch nicht tot. Den Goomba übrigens würde ich, nachdem wir hier mit Frostbrocken fertig sind, nochmal versuchen. Oh, wieder so ein Rätsel. Das muss der Ballsaal sein. Ich habe all die Walzer, Polkas und Foxtrotts, die hier getanzt wurden, genau vor Augen. Ja, wow, ist ja irre. Ein richtiger Ballsaal ohne einen ausgeklügelten Schließmechanismus für die obere Etage, wie diesen hier. Ich sehe sehr, sehr viele Bilder. Die Dieben haben sich einfach zu oft hinter solchen Türen eingeschlossen. Deswegen haben Ballsaal-Architekten sich etwas ausgedacht, womit man sie mit Hilfe von Schaltern wieder befreien konnte. Okay. Da sind noch zwei Türen. Sehen wir mal nach, wohin sie führen. Vielleicht finden wir hier einen Ballsaal-Knigge. Ach, dafür gehe ich wahrscheinlich durch diese Gärten. Orion hat sich einem Kometenfresser entgegengestellt und überlebt. Aber wenn man die Geschichte hören will, hat er nur Klagen über Spritkosten und die Großhandelspreise für Himmelsfisch parat. Orion. Diese Geschichten finde ich immer lustig. Zum Glück ist er Mitglied bei der allgemeinen Weltraumgondelpannenhilfe. Das hat sich bezahlt gemacht. So, damit kann ich nichts machen. Ich dachte, das wäre ein Schalter. Also ich gehe einmal durch die rechte Tür und einmal durch die linke Tür für diese Statuen. Okay, und diese Bilder scheinen unwichtig zu sein. Warum soll ich unbemerkt? Wäre doch extra XP. Okay, wieder alle besiegen. Vier Gegner. Hier muss ich mit Bedacht vorgehen. Wenn ich das eigentlich auch aktivieren will, wenn keiner in der Nähe ist? Ja. Wenn ich mal die Deckung in der Nähe weghaben will. So, Rebella kann damit dann jetzt nach vorn.
So, zwei können wir tatsächlich direkt ausschalten. So, sind gestorben, bevor sie getroffen werden konnten von dem Eisenblick. So, sollen die doch kommen. Ich habe ja den Geisterschuss. Und jetzt fehlt nur noch einer. So, da boosten wir erstmal alle. Sollte so funktionieren. Meteor! Das ist so heftig. Das macht wesentlich mehr Schaden als dieser eine Feuerboost. Vor allem, wo es ja einen einzelnen mehrfach treffen kann. Nicht nur zweimal, sondern eventuell sogar fünfmal. Also zwei von den Kämpfen habe ich eventuell rausgeschnitten, weil die irgendwie in der ersten Runde immer tot sind, alle. Also die beiden, die werde ich auch rausschneiden. So, Leute. Die Kämpfe waren auch relativ easy, also alle irgendwie erste Runde, zack, tot. Also die Kämpfe waren es nicht wirklich wert. Waren halt einfach gefühlt nur extra XP. So, und die Statue da oben muss ich jetzt drehen, dann dreht sich die wahrscheinlich da in dem Ballsaal auch, oder? Yep. Okay, wir müssen dann nur noch die andere Statue aktivieren. Und das müssen wir natürlich machen, indem wir durch die Tür da rennen. Mal gucken, habe ich jetzt genügend Sternteile eigentlich, um einen weiter zu boosten? Am liebsten würde ich ihn jetzt mal boosten. Ja, gerade so. Ich mache das nämlich lieber durch die Sternteile als durch die Tränke, weil die Tränke will ich mir wirklich für später aufheben, weil er später wahrscheinlich unglaublich teuer wird. Okay, Leute. Ich mache hier dann jetzt aber für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!